Calcio Berlin, Wahlkampf, gute, herzlich willkommen zu unserem kleinen, aber feinen Politikformat. Mein Name ist Nico Heimer, die Genossen Levins und Krüger sind am Start. Was geht ab? Man könnte denken, ihr müsstet über irgendwas lachen, was off-camera passiert ist. Die Stimmung ist hoffentlich off-camera. Die Stimmung ist locker und gelöst. Ja. Stimmt. Gelöst, ja. Hat sich richtig gelöst gerade eben einfach, ne? Ja, weil, ja. Nein, da werden wir nicht weiter drauf eingehen. Haben wir irgendwas aufzurollen von letzter Folge? Nee. Was war letzte Folge? Nee, das war einfach Folge endlich mal bester afrikanischer Fußballer. Ah, ja. Absolut zu Recht gewonnen. Enttäuschung geäußert, dass du nicht Cristiano Ronaldo wegen Madeira, das ist halt kompletter Quatsch in meinen Augen, weil es ja nur geografisch aber in der Nähe liegt. Ist Madeira auf der afrikanischen Kontinentalplatte? Also oder? Auf der Kontinentalplatte, hat aber ansonsten nichts mit Afrika zu tun. Die Kanaren ja auch, ne? Ja, klar. Muss man auch mal gucken, ob da nicht irgendein Spanier hinkommt. Also da hätte selbst ich gesagt, das stimmt ja auch einfach nicht. Also nur, weil es auf der Kontinentalplatte ist, macht es halt nicht. Ja, aber wenn du bei Google, das ist ein bisschen irreführend, also es zählt geografisch zu Afrika, weil es halt auf dieser Kontinentalplatte ist. Wenn du bei Google Madeira Kontinent eingibst, das ist Gibraltar. Ich weiß. Gibraltar ist auch ein verrückter Felsen. Ne? Ja, das ist ja immer noch Englisch, oder? Ja, das ist ganz komisch. Gehört einfach fährst mal über die Grenze. Da leben ja mehr Affen als Menschen. Ja, ich weiß, der Affenfelsen. Es zieht sich durch auf den englischen Inseln. Die, aber es ist ja keine Menschen Insel. Die Menschen auf Gibraltar müssen hier so Tribut, so wie den Affen Tribut zahlen. Abgaben zahlen an die Affen. Ja, schon Abgabe. Tribut kann schon sein, oder was meinst du? Oder müssen die den Zehnt bezahlen? Sind es ihre Lehnsherren, die Affen? Okay. Madeira, an autonomous region of Portugal, is an archipelago comprising four islands of the northwest coast of Africa. It is known for its namesake, wine and warm, subtropical climate. Ja. Und Kontinent? Ah ja, wenn es zu Portugal gehört, ist Europa, ne? Na, ich hätte, glaube ich, ich hätte es nicht durchgehen lassen. Ich auch nicht. Es ist Portugal. Also komm, Cristiano Ronaldo kann sich jetzt nicht noch besser afrikanischer Fußball aller Zeiten an den Nagel reißen. Das lasse ich einfach nicht zu. Nee. Samuel Eto'o hat zu Recht gewonnen. Kann er machen, aber dann den Europameistertitel wieder abgeben. Sofort hinfällig. Absolut. Beides geht nicht. Afrika Cup kann er gewinnen. Ja, genau. Kann er nochmal versuchen jetzt. Neuer Anlauf. Ja. Guck, mach nochmal Madeira Nationalmannschaft. So. Mit Unge und weiß ich wem. Welche Frage klären wir heute? One thing about me, ich zahle Steuern seit 4 Jahren. Also vielleicht sind es auch 5, ich weiß es nicht so genau, was ich genau weiß. Ich könnte weniger Steuern zahlen und ihr könntet das auch. Wie? Mit dem Partner unseres heutigen Videos, nämlich Taxfix. Aber beeilen, denn die Steuerfrist für 2022, die läuft bereits am 2. Oktober ab. Taxfix bietet Millionen von SteuerzahlerInnen einen sicheren und einfachen Weg, die sogenannte GAS zu erhalten, also GAS. Und das steht natürlich für größtmögliche anzunehmende Steuerrückzahlung. Dazu einfach die App runterladen oder im Browser loslegen und den Lohnsteuerbescheid einscannen. Danach müsst ihr nur das tun, was Klaus Augenthaler als Trainer des VfL Wolfsburg nicht tun wollte, nämlich kurz ein paar Fragen beantworten, ganz unkompliziert nach dem Taxfix-Frage-Antwort-Prinzip. Und schon erfahrt ihr eure errechnete Steuerrückerstattung. Anschließend prüft für euch Taxfix alle Angaben auf Richtigkeit. Also für 39,99 Euro könnt ihr eure Steuererklärung bequem und einfach erledigen und ohne großen Papierkram ans Finanzamt übermitteln lassen. Dann kann dabei auch nichts schiefgehen, wie damals beim Fax von Erik Maxim Choupo-Moting. Wenn dann vom Finanzamt alles geprüft wurde, gibt es die Rückerstattung sofort direkt aufs Konto und wie gewohnt den Steuerbrief per Post. Noch unsicher, wie die Zukunft von Thomas Reis bei Schalke 04? Dann jetzt genau aufpassen. Steuererklärungen lohnen sich nämlich. Für 9 von 10 ArbeitnehmerInnen gibt es am Ende Geld zurück. Im Schnitt übrigens 1.095 Euro pro Steuerjahr. Am besten gleich nach dem Video hier unten auf den Link in der Videobeschreibung klicken und euch mit dem Code CALCIO 5 Euro Neukundenrabatt sichern. Wir erklären heute die Frage, was war denn das beste Debüt der Bundesliga-Geschichte? Ah. Also das erste Spiel eines Spielers in der Bundesliga und wer hat da das Beste gemacht, wer war da am krassesten? Ja, und nicht das erste von Anfang an, weil es gibt einige Spieler, habe ich herausgefunden, die ab und zu mal eingewechselt wurden und dann das erste Startelf-Debüt, das war dann krass. Ja, aber das Debüt, wir reden vom ersten Spiel in dieser Liga. Der erste Fuß auf dem Boden in der Bundesliga. So ist es. Und dann dieses Spiel, genau. Wir haben jetzt eben schon gesprochen, Nico möchte. Ich will, Niklas soll jetzt das Ding nehmen, was er haben will und mir dann geben. Ich will, dass wir hier die Stochastik einmal schlagen können. Das ist mein Ei, was ich jetzt genommen hätte. Wir machen, Niklas, also, du machst das Letzte auf. Ja? Wir machen, weil, wenn du jetzt wieder die 3 hast, dann bist du von Gott geküsst. Hm. Ich hab die 2. Naja, ich hab die 1. Das gibt es nicht. Das ist schon. Hau doch ab, das ist ja nicht normal.
Das ist doch wirklich nicht mehr normal. Das kannst du keinem mehr erklären. Also wirklich nicht. Also. Irgendwann müssen wir müssen alles neu machen. Wir brauchen komplett neue Loskugeln. Also, ich sag mal so, es hat uns jemand aus der Community schon Loskugeln geschickt, aber das war genau in unserem Umzug und niemand weiß, wo die geblieben sind. Sind losgekugelt. Sind weg jetzt, ja. Leider. Okay. Krass, Alter. Das ist wirklich Es ist Wahnsinn inzwischen. Also ich als erstes, ja. Hm. Das passt mir irgendwie gar nicht. Ich bin noch im Fresskoma. Wir hatten gerade Mittag, ne? Wir haben gerade Mittag gemacht. So ist es. Mittagspause. Christoph wollte mit den großen Jungs mitspielen und wollte auch zwei Burger essen. Ich hab's nicht geschafft. Hast du nicht geschafft? Nicht ganz. Also ich kann sogar noch die ganze Pommes weggeatmet. Oh. Tja. Wir können jetzt auch ein kleines Schläfchen. Mhm. Ja, deswegen bringen wir dich hier schnell durch mit deinem Case, oder? Ja, bitte. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, go. Eure Blicke treffen sich. Du weißt sofort, das ist sie. Die Person, auf die du dein Leben lang gewartet hast. Du bist zwar gerade erst frisch getrennt, aber naja, lange braune Haare, braune Augen und diese Bewegungen am Ball. So oder so ähnlich muss es gewesen sein, als Werder-Fans 2006 ihren wertvollsten Neuzugang das erste Mal auf dem Feld sahen. Als 2006 der große Jean Micou Werder Bremen und damit auch die Bundesliga verließ, holten die Bremer Diego als Ersatz. Und das, obwohl er bei Porto gar nicht so beeindruckt hat. Ein sehr, sehr großes Erbe. Dazu noch vereinsinterner Rekordtransfer. 6 Millionen Euro. Die Erwartungen an den gerade mal Anfang 20 Jahre alten Spielmacher waren riesig. Aber Diego lieferte. Das 1:0 gegen Hannover 96 machte er selbst. Als es 2:2 stand, bereitete er das 3:2 und das 4:2 zum Auftaktsieg vor. Es war der perfekte Start. 1 Tor, 2 Tore, 3 Tore können viele. Aber nur Diego machte 1 Tor und 2 Vorlagen bei seinem Bundesliga-Debüt. Diego. Hat man gar nicht gemerkt, dass ich da einen Absatz rausgestrichen habe und dann improvisieren musste. Naja. Aber, Diego. Ja. Diego. Ja, ich kann auch. Wir haben früher mal bei Weitschüssen immer gerufen, Diego aus 60, weil er damals gegen Aachen getroffen hat. Stimmt, ja, das stimmt, hat er gemacht. Ja. Ach, generell, die reden wir gleich drüber. Ja. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1. Am 2.2.2008 wird Eintracht Frankfurt-Fans unweit von hier ein nonverbales Versprechen auf eine bessere Zukunft gegeben. An diesem kühlen Februartag debütiert ein Spieler im Berliner Olympiastadion, dem eine große Karriere vorhergesagt wird. Clubs wie Arsenal, Liverpool oder Juve wollten ihn verpflichten. Er entscheidet sich für Eintracht Frankfurt. Die Eintracht hat mich am meisten gereizt. Das war die richtige Entscheidung. Und bei Gott, das war sie. Erst Tage zuvor verpflichtet steht Martin Fehling gegen Hertha BSC direkt in der Startformation. 39. Minute. Amanatidis verlängert per Kopf. Fehling trifft mit rechts zum 1:0. 60. Minute. Amanatidis schickt Fehling, diesmal mit links. 2:0. Und in der 90. trifft er wiederum mit rechts zum 3:0 Endstand. Es ist das perfekte Debüt für den Tschechen und das beste Bundesliga-Debüt aller Zeiten. Tragischerweise wird es der Höhepunkt seiner Karriere bleiben. Fehling verfällt im Alkohol, fliegt wegen Eskapaden aus allen möglichen Teams, verursacht einen Brand in seiner Wohnung und stürzt in Cottbus betrunken aus dem Fenster. Martin Fehling kann man noch heute häufig bei SGE-Spielen treffen, weil er genau weiß, hier lieben sie mich, weil ich das beste Bundesliga-Debüt aller Zeiten hatte. Das war irgendein Prototyp, Mann, ne? Warum hast du das an? Ich weiß es nicht. Das hier ist ein aufgesticktes Logo. So. Man sieht es hier auch. Ihr seht es hier, ne? Ja, und ich weiß auch nicht, es ist bei mir gelandet und ich hab's jetzt an. Ja, auch noch nie gesehen. Ich auch nicht, Mann. Könnt ihr euch daran erinnern, dass wir mal so gestickte... Nee. Hat das irgendjemand bei uns reingeschmuggelt? Einfach? Ja, wahrscheinlich. Irgendwann eingebrochen in meinen Schrank gelegt. Okay, bist du auch ready, Niklas? Ja. Dann sage ich... 3, 2, 1, bitte! Vor ziemlich genau 3,5 Jahren hat irgendein ahnungsloser Fußball-YouTuber vor einer Kamera gesessen und in etwa Folgendes gesagt. Wenn Erling Haaland in der Rückrunde 5 Tore für den BVB macht, dann ist das meiner Meinung nach schon ein Erfolg. Besagter Fußball-YouTuber saß dann am 18. Januar 2020 gemeinsam mit seinen Arbeitskollegen vor dem Fernseher und schaute dem BVB gerade dabei zu, wie er mit 3:1 beim FC Augsburg in Rückstand lag. Bis zur 56. Minute. In eben jener 56. Minute betrat Erling Haaland den Platz, zum ersten Mal überhaupt in der Fußball-Bundesliga. 3 Minuten später stand es nur noch 3:2 für den FCA, 23 Minuten später stand es 5:3 für den BVB. Haaland, damals nur zarte 19 Jahre alt, hatte sich der Bundesliga mit einem lupenreinen Hattrick vorgestellt, das Spiel gedreht und mich ganz schön dumm dastehen lassen. Besonders mit den Toren 4, 5, 6 und 7, die er in den nächsten beiden Spielen folgen ließ. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es nur um seinen Hattrick gegen Augsburg und das beste Bundesliga-Debüt aller Zeiten. Sauber, sauber. Okay. Snaps. Gar nicht so viele. Es sind tatsächlich die ich erwartet habe. Pierre-Emerick Aubameyang hat es auch geschafft mit einem Hattrick im ersten Spiel. Für den VfB Stuttgart gegen den FC Kaiserslautern. Ah, ja. 6 aus dem Nichts gewinnen die da 6-1 oder 6-2 und er macht 3 Tore. Mhm. Schön hätte ich gefunden, Toni Kroos. 2 Vorlagen, glaube ich, bei seinem Debüt. Ja. Aber ne, am Ende nicht stark genug.
Ich hatte zwei Wölfe in mir. Ja. Der war der eine Wolf und der andere Wolf war Benedikt Pliquet. Oh Gott. Kann ich mich auch nicht. Nur der Name klingelt ganz grob. Du musst dich erinnern, weil der war gegen den HSV. Der war Torwart von St. Pauli, Ersatztorwart. Und der wurde ausgerechnet in der Bundesliga damals, habe ich 2011, ausgerechnet im Derby von Stanislavski ins Tor gestellt gegen den HSV. Die haben 1-0 gewonnen in Hamburg, glaube ich, also im Volksparkstadion. Mhm. Und nach dem Spiel, also Pliquet hat wichtige Paraden gehabt, hat nach dem Spiel noch so ein ikonisches Foto geliefert, wo er die HSV-Eckfahne mit so einem Kung-Fu-Tritt weggetreten hat. Oh ja, das kenne ich. Ich erinnere mich. Also einfach so ein Glatzkopf, oder? Genau, und davor mit so einem richtigen Pornobart auch, hat, glaube ich, auch einen Erotik-Store oder sowas aufgemacht später noch. Also eine wilde Geschichte verlebt und der hatte vorher, ich habe insgesamt 5 Spiele in der Bundesliga gemacht und das war jetzt sein erstes. Und Derby sind festgehalten, Eckpfanne weggetreten, nicht so schlecht. Nicht verkehrt. Ja, hatte ich nicht auf dem Schirm, aber es ist ein sehr guter Case. Weil ich habe auch versucht, jemanden zu finden, der nicht durch Tore oder Vorlagen auch noch geglänzt hat, sondern irgendwie, keine Ahnung. Anderes. Ja. Es gab einen Dortmund-Torhüter, der rein musste gegen Schalke tatsächlich auch. Das erste Mal und auch das einzige Mal, glaube ich, hatte ich nämlich schon überlegt für das, wir hatten noch das, ne, wer in einem Spiel, das One-Game-Wonder. Leider haben sie das Spiel verloren und das macht halt diesen Case so unglaublich. Ja, das hilft nicht beim Case, ne. Michy Batshuayi, 2 Tore, 1 Assist beim Debüt gegen Köln. Ja, die Dortmunder und das war diese Dortmund-Stürmer-Generation, wo einer nach dem anderen da abgeliefert hat. Aber danach, dann wird es auch wirklich irgendwann dünn. Hat Paco eigentlich auch direkt getroffen? Ich weiß nicht, ob er direkt, aber im zweiten Spiel hat er, glaube ich, 2 Tore plus diesen Freistoß irgendwie in der Nachspielzeit oder sowas. Das war auch gegen Augsburg übrigens, ne? Ja, ist viel gegen Augsburg immer passiert, ja. Aber ich fand den ganzen Batshuayi-Arc bei Dortmund damals auch nice. Ich fand so dieses halbe Jahr, was er da war und die Lebensversicherung von einer Fußballerin, so dermaßen biederen Peter-Stöger-Mannschaft gewesen ist, das habe ich schon gefeiert. Und dann danach 2,5 Jahre lang jedes Transferfenster Gerücht über Rückkehr von Batshuayi. Der Batsman. Ian Robben hat übrigens auch 2 Tore bei seinem Debüt gemacht in der Bundesliga. Douglas Costa, der gegen den Stimmt, HSV. Alter. Ja. Oh, das war eklig. Und er hat auch noch richtig gezaubert in dem Spiel. Da sah der ja aus wie Ronaldinho. Man dachte damals, wer ist dieser Ballon d'Or gewinner, den die hier nach München gebracht haben. Ja. Ich gucke gerade mal bei Ian Robben nochmal rein. Ja, ist mit 2 Toren gegen Wolfsburg gestartet, hat Vorlage gegen Dortmund, Vorlage gegen Nürnberg. Dieses Spiel gegen Dortmund kann ich mich daran erinnern. Das habe ich bei meinem Kumpel Erik geguckt. Und da war Ribéry und Robben quasi zum ersten Mal gemeinsam. Ja. Und da haben wir echt gedacht, Alter, was ist jetzt hier los in der Bundesliga? Haben ja auch Dortmund da 5-1 weggeschrubbt. Und da dachte wirklich, jetzt beginnt eine neue Zeitrechnung. Und dem war dann auch leider so. Genau so kam's. Okay. Ja, deine Haaland-Einschätzung kam nicht so. Ich habe nochmal rausgesucht, 29. Dezember. 2019. Ja. Game Changer habe ich dazu. Da fühlte ich mich sehr gut. Hast du getweetet? Ja. Game Changer. Game Changer. Ja. Ich habe mich nicht so klar positioniert. Ich habe quasi. Ist so eine Lernkurve, die man nehmen musste, dass man nicht immer, wenn man zu wenig weiß. Winnie und Haaland, das waren deine beiden großen Aids. Stumbles auf jeden Fall. Ja. Ich hatte das Glück, dass ich halt vorher für Sport 1, gar nicht so lange vorher, mir den halt in den Talent Watch bei Salzburg angeguckt habe, gedacht, sicher. Das ist ich verstehe trotzdem, man kann trotzdem immer noch den Gedanken haben, yo, der ist immer noch ein Teenager und kommt in die Bundesliga. Natürlich, es hätte genauso gut passieren können, dass der natürlich im ersten Spiel 3 Tore macht. Und weil wir auch keine Vergleichswerte hatten für so einen physischen Freak. Das hatten wir einfach noch nicht. Ich weiß das halt echt noch. Wir saßen im Newsroom von OneFootball für das erste Spiel. Ja. Ich weiß auch, wo ich es gesehen habe. Ich auch. Internationales Team, alle da. Und wir konnten irgendwann einfach unseren Augen nicht mehr trauen, wo wir dachten, was macht der gerade hier? Was ist das für ein Typ, Alter? Und ich habe in München diese ganz bekannte Fußballbar. Stadion an der Schleißheimer Straße? Ja, genau. Da habe ich das geguckt mit Sport1-Kollegen damals und wir waren auch alle mit Dortmund-Fans teilweise und die waren schon richtig geknickt. Ja. Und dann kommt der Typ und alle waren so, what? Ich saß auch, ich habe mit Paddy, ein Dortmund-Fan, in der schnellen Quelle geschaut im Hinterzimmer und der war natürlich schon dermaßen angefressen als BVB-Fan und dann kam da diese Offenbarung in Blond hereinspaziert und dann wurde Haaland eingewechselt. Das war schon krass. Mir ist gerade noch eins eingefallen, das ist jetzt nicht so, glaube ich, objektiv hätte es keine Chance gehabt, aber als HSV-Fan, als Ruud van Nistelrooy verpflichtet wurde und der im allerersten Spiel gegen Stuttgart, glaube ich, einen Doppelpack gemacht hat, ich dachte, also ich glaube, nicht wenige dachten. Hat ja auch 10 oder was gehabt dann am Ende, ne? In der Saison. Ja, aber es war nie, also das war sein bestes Spiel, glaube ich, schon dann am Ende. Ja. Das war wirklich, du hast gedacht, okay, der hat es immer noch drauf, der zerschießt jetzt die Fahne. Hat es ja auch immer noch drauf gehabt, nur nicht mehr ganz so. Ich hole den Stift raus, das würde ich schon abstimmen wollen. Wir müssen reden. Komm ins Café. Ja, Martin Fini ist ja echt, also ich wusste nicht, dass die Story so weitergeht. Ich kannte das Debüt, aber. Also ich wusste, dass es schlimm war, aber ich hatte zum Beispiel. Digga, erinnerst du dich daran, dass wir, als wir auf Tour waren in Neu-Isenburg, eine unangenehme Begegnung in der Kneipe hatten? Ja. Und dass diese Person uns erzählt hat, sie lebt in der Wohnung, die einst abbrannte von einem ehemaligen Eintrachtstürmer. Ja. Oh. Das ist diese Wohnung. Das ist diese Wohnung. Alter. Ja. Da hat er
ein Schlauch an der Gasflasche nicht richtig angebracht war, alles halb so wild. Aber die Wohnung ist halt abgebrannt fast. Ne? Also das Dramatische hat natürlich nichts mit dem Debüt am Ende zu tun, ne? Muss man ganz klar sagen. Wäre ein gutes One-Game-Wunder. Ja, ist richtig. Wäre ein gutes One-Game-Wunder, hat aber direkt im Spiel danach auch noch getroffen, gegen Bielefeld. Okay. Aber ja, dieses Spiel, wie gesagt, 2008 in der Winterpause gekommen. Und, hat der irgendwas gekostet, nennenswert? Ja, ich weiß es gar nicht, ich guck mal gerade nach. Es ist nicht so, dass ich es nicht vorhin schon mal gelesen hätte. 3,5 Millionen, richtig viel für damalige Zeiten. Ja. Aber wie gesagt, ne, der war damals galt als Riesentalent, war zu dem Zeitpunkt alle Junioren-Nationalmannschaften durchlaufen, hat irgendwie 20 U20-Länderspieltore gemacht, ist zum besten Spieler bei einem U20-Turnier gewählt worden. Der war einfach eine richtig heiße Aktie und hat sich wegen der Fans, vor allem für die Eintracht entschieden. Ist so jemand, dem Fans immer wichtig waren. Und das, was ich hinten raus gemeint habe, meine ich auch komplett ernst. Du triffst Martin Finin auf Auswärtsfahrten mit der Eintracht manchmal, gerade bei Internationalen. Du triffst ihn bei Heimspielen. Der hängt da einfach immer noch super gerne ab. Und nice. Ist ja klar, das war sein größter Moment. Ja. Ne? Ja. Danach, wenn du guckst, Cottbus, Slavia Prag, vereinslos, Teplice, vereinslos. Also für ihn war es natürlich tragisch, hätte sich mehr gewünscht, glaube ich. Aber ich glaube auch vielleicht dadurch, dass er nur diesen einen Moment hatte, ist er bei der Eintracht auch so genau. Eine Kultperson. Ja, genau. Es bleibt halt so dann damit. Und ist ja dann auch in Frankfurt, ich fürchte, er ist in Frankfurt, hat es angefangen, bergab zu gehen für ihn, auch mit dem Alkoholismus, war ja dann aussortiert bei der Eintracht und hinten raus war die Karriere einfach eine absolute Katastrophe, hat er bis vor kurzem noch gespielt, ist dann, als er noch auf einer ernstzunehmenden Level war, ist er ständig besoffen zum Training aufgetaucht und solche Sachen. Also ist echt dramatisch gewesen, heute geht's ihm gut und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber ja, Martin Finin, das gebe ich auch offen zu, kann auch sein, dass ich da eingefärbt bin, aber für mich ist das ganz klar. Ja, er hat zumindest auch einen Dreierpack geliefert. Ja. Das ist ja nicht nichts zum Start. Ne? Und vor allem, dreimal Amanatidis auf Feni. Ne? Wir dachten wirklich, wir werden Deutscher Meister. Ne? Wir haben das beste Sturmduo dieser Liga. Ja. Ich finde gut, dass man heute sagen muss, 3,5 Millionen Euro, das war damals viel Geld. Ja. Das ist natürlich, aber heutzutage. Das Verrückte ist, bei der Eintracht wäre das vor 5 Jahren, kommt man noch darüber, war das noch in den Top 10 der Transfers. Ja. 100%. Die haben. Dir fällt gleich das Ding von deinem Arm raus da. Das Kabel ist zu kurz. Krügi hat mir wieder Kabel weggezogen. Wir müssen sparen, wo wir können. Krügi gibt mir jeden Tag ein bisschen weniger Kabel, wenn ich mich nicht benehme hier. Dann rollt er immer da drüben so einen halben Meter ab. Werder Bremen hat nicht gespart mit 6 Millionen. Er war teurer als Miroslav Klose. Und das war halt der absolute Glücksfall, weil es war so: Diego wurde bei Porto geholt als Deko-Ersatz. Und hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Also so gar nicht. Ich glaube, der hat in seiner ersten Saison 3 Tore, 1 Vorlage oder irgendwie sowas gemacht. Und in der zweiten Saison nur noch 19 Spiele, weil er mit dem Trainer auch nicht klarkam. Und Werder Bremen sagt dann, okay, da waren mal große Vereine dran, sehr große Vereine. Das ist ein riesiges brasilianisches Talent. Aber ist jetzt halt so ein bisschen, ne, der Marktwert ist so ein bisschen halt so die Kurve genommen. Und dann holen sie ihn halt als Ersatz für 6 Millionen für Jean Micou, der einfach Talking Werder, about Fußstapfen. Ja, eben. Deswegen meine ich, also dieses Erbe und der Druck, Rekordtransfer, Jean Micou ersetzen, der ja wirklich Publikumsliebling und absoluter Star dieser Bremer Mannschaft auch war, den zu ersetzen und dann einfach so Hannover 96 auseinanderzuschrauben, das fände ich halt mit dem Kontext schon krass. Ja. Und es sind auch 3 Scorer. Es sind genauso 3 Scorer. Alle 3 liefern in den nächsten Spielen nach, auch er mit 2 im nächsten Spiel. Ja, der hat generell Assists in der ganzen Saison, ja. Man muss generell mal über Diego reden als einer der einfach geilsten Spieler, die wir in der Bundesliga hatten in diesem Jahrtausend. Also, er hatte Flair. Unglaublich. Er hatte einfach Flair. Unlimitiert. Der hat in seiner Debütsaison 13 Tore, 14 Vorlagen gegeben. Ja, genau. Ja, das war absurd. Also ein absolut geiler Spieler. Es ist leider nie so irgendwie, also der hat sich oft für Vereine entschieden, wo er sich vielleicht hätte anders entscheiden sollen. Der Juve-Wechsel war eine Katastrophe. Ja. Dann zu Wolfsburg zu gehen, war die allerdümmste Idee. Atleti hat natürlich nie gepasst mit dem Typen. Und da waren, also und dann, was ich so gelesen habe, dass vor dem Juve-Wechsel soll er wohl Real Madrid abgesagt haben. Ein Jahr vorher oder so. Und das hätte vielleicht funktioniert. Aber man muss dazu sagen, hinten raus in Brasilien, tolle Karriere noch gehabt, ne? Absolut. Der spielt ja heute noch. Nee, der hat Januar. Januar aufgehört. Okay, Januar. Also wirklich brutal wichtig noch gewesen. Und am Ende auch 34 Länderspiele für Brasilien. Das ist ja auch komplett in Ordnung, ne? Ich glaube, als Offensivspieler, wo die Konkurrenz ja immer so unnormal groß ist. Also von daher, das ist schon sehr ordentlich, sehr achtbar. Ich glaube, den Case abgerundet hätte es, wenn er mit Bremen Meister geworden wäre. Vielleicht auch in der Debütsaison. Hat er leider nie geschafft. Das waren Jean Micous Verdienste unter anderem. Aber Pokal hat er gewonnen. Liga-Pokal. Also Pokal auch? Liga-Pokal. Oh ja, DFB-Pokal. Und DFB-Pokal. Ja. 14 Jahre zwischen seinen ersten und letzten Länderspiel. Auch eine schöne Spanne einfach. Ja. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, hat nichts mit Bundesliga zu tun, aber Alexandre Pato hat gefühlt bei jedem Verein in seinem Debüt getroffen. Ja,
Da gibt es auch so Kandidaten für, die treffen im ersten Spiel und dann los, ja. Übrigens, dasselbe hat auch Fehling gemacht. Hat bei 3 Vereinen oder sowas im ersten Spiel getroffen. Echt? Und dann immer nichts mehr. Ja, und jeder Club denkt, er hat sich wieder gefunden. Ja. Das ist immer so. Warum machst du dich schon so, als ob wir über meinen Case gesprochen hätten? Hä, wir haben doch die ganze Zeit über Haaland gesprochen, wer das wo geguckt hat. Haaland. Aber wir können doch gerne mal über Haaland sprechen. Selbst die Bayern haben Angst. Wie gesagt, 23 Minuten für 3 Tore im ersten Bundesligaspiel. Ich weiß es. Es ist nicht so, dass ich mich damit nicht vorher auseinandergesetzt hätte. Mit diesem. Sind wir soweit? Ja, stimmen wir jetzt einfach ab. Ja, Christoph forciert hier wirklich schon eine frühzeitige Abstimmung. Ich habe Termine, Leute. Aber wieso frühzeitig? Oder? Weiß nicht, ich falsches nicht. Zeitgefühl hier heute? Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Ich hab nicht drauf geachtet, aber ich glaube, es passt. Schwierig. Nicht einfach. Ja. Ja, es ist richtig. Niklas natürlich wieder als erstes. Ey, das ist meine letzte Chance zu sagen. Wenn ihr Länderspiel Deutschland, Frankreich und Dortmund guckt, pfeift Kolomoani aus. Ich hab's vergessen, im Podcast zu sagen. Ja, man muss sich so ein bisschen kümmern. Ist doch logisch. Macht es für die Bundesliga. Du musst natürlich wieder mal zuerst. Das soll ein Adler sein. Martin Fenin. Schreibt man nicht so? Doch. Doch, ne? Oder doch. Ich hab's einfach nur dumm betont. Ja. Und daneben habe ich Attila gemalt. Ja, hast du gut gemalt. Die Sekunden nicht so schlecht. Nö, sieht ein bisschen aus wie dein Kondom über den Schnabel, ne? Aber ansonsten sieht das gut aus. Ja. Ja, ich habe für Fini gestimmt, weil ich finde irgendwie so aufzuschlagen mit 3 Toren, ich finde auch zwei Vorlagen und ein Tor cool, aber ich finde dann einfach nochmal 3 Tore von einem Spieler, das ballert nochmal mehr in meiner Welt. Mag Recency Bias sein, aber ich erinnere mich so gut daran, es ist Erling, den man mit ganz Sicherheit so nicht schreibt. Erling Haaland ist für mich Erling. War mein, also ich habe Fenin als erstes eingereicht, aber für mich war mein Gedanke danach, wäre Haaland gewesen. Ach, geht hier Diego ohne Stimme aus, das ist aber traurig. Du bist aber jetzt das Zünglein an der Waage. Ja, also ich sag mal so, klar, 3 Tore haben sie beide gemacht. Der Unterschied ist in der Zeit, wie lange sie auf dem Feld dafür standen. Das eine war ein Einwechselspieler, der andere hat in der 39. das erste und das dritte in der 90. gemacht. Das ist korrekt. Und wenn Haaland in der Startelf gestanden hätte, verdammt, hätte er vielleicht sogar noch mehr gemacht. Ihr schreibt zusammen einmal den vollen Namen. Ja, so ist es. Erling Haaland. Ja, schön. Kann ich komplett mitleben, sag ich ehrlich. Kann ich komplett mitleben. Also, da kam ich nicht drum rum. Wie du sagtest, wegen des Zeitrahmens. Wie viele Minuten? 23 Minuten. Ja. Und ich glaube, wenn man dann irgendwann mal in die historischen Bundesliga-Archive reinschaut, wo natürlich jede einzelne Wahlkampffolge mit Bundesliga-Bezug irgendwo vermerkt sein wird, und man dann darauf guckt, wer hat das beste Bundesliga-Debüt aller Zeiten gehabt, glaube ich, wird es okay sein, wenn man 40 Jahren zurückguckt, dass einer der besten Stürmer aller Zeiten dieses Debüt hatte und dann doch nicht Martin Feni. Ja. Schade, schade. Erling Haaland, das beste Bundesliga-Debüt aller Zeiten. Eure Vorschläge für die nächste Folge in die Kommentare. Das war's für heute. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und vielen Dank an den Partner unseres heutigen Videos, Taxfix. Denkt dran, Steuerfrist ist am 2. Oktober, also nichts wie rüber zu Taxfix und jetzt gleich eure mögliche Rückerstattung kostenlos und unverbindlich berechnen lassen.